Hallo und herzlich willkommen hier in der LWL Show. Es geht doch noch weiter, aber nur bis WrestleMania und danach ist erstmal damit Schluss. Wegen Plan und so. Und das erste Match ist ein Match um den 24/7 Championship. Und der erste Teilnehmer dieses Match, der zum Ring kommt, ist Linus Müller. Und hier kommt der Gegner, der aktuelle Champion, Mika Schmidt. Und hier haben wir den Championship, um den es hier in diesem Match geht. Und los geht's mit dem Match. Übrigens, unser heutiger Hauptmatch ist ein Battle Royale um die ganzen Teilnehmer, die verloren haben, noch mal vielleicht eins rauszufinden. Für Elementar Champa.
Oder Seeräte sind mehr als 8. Es werden ein 10 Wall Rumble geben. Dafür werden die Mages heute etwas weniger. Und Mika Schmidt ist weiterhin 24-7 Champion. Und wir kommen zum
unseren nächsten Match. So, das nächste Match ist wieder ein 1-1. Und wir sind übrigens heute in Mülheim. Besser, wir sind in Mülheim. Und die erste, die übrigens reingekommen ist, ist Dakota Kai. Und hier haben wir die Diva Tag Team Champion ist mit Gina, mit Dennis Schmidt. Wird übrigens beide, wenn nicht begleitet von jemandem.
Er passt überhaupt dort gar nicht. Oder wird er? Doch. Ich dachte, der Koda Kai wird abgelenkt. Ihr Sky lenkt gerade Danny Schmidt ab. Damage Control und die Diva Schmidt sind gerade auch nicht gut so aufeinander zu sprechen. Deswegen wird es bei No Escape ein Match geben. Ein 6-Mann Tag Team Match. Zwischen die Schmidt-Frauen. Mit Denise, Gina und Tisha gegen Damage Control mit Dakota Kai, Io Sky und Bailey. Und Danny Schmidt hat dieses Match gewonnen. Und wir kommen dann zum nächsten Match. Das nächste Match ist ein Fatal 4-Way Match, wo einer sogar seine Karriere beginnt. Und herausgefunden wird, wer auch noch ein Teilnehmer wird für das Elmacher Chamber Match. Und der erste Teilnehmer dieses Match ist der aktuelle Tag Team Champion Joshua Larkin. Und er kommt auch alleine, ohne seine beiden Tag Team Partner, die übrigens heute auch jeweils ein Match haben. Also mit Janis Noel Larkin und Julian Fly Larkins.
Und der nächste Teilnehmer dieses Match kommt sogar der neuere mit Joshu 12. Und der nächste Teilnehmer, der zum Ring kommt, ist André Black Dragon. Und der letzte Teilnehmer dieses Match ist LWS. Und mal schauen, wer dieses Match gewinnen wird und mehr, wer mit nach No Escape zum Elimination Chamber Match antreten darf.
Und Joshua Larkin hat dieses Match gewonnen. Und wir kommen zum nächsten Match. Das nächste Match ist wieder ein Fatal 4-Way Match und auch da wieder dieselben Sache. Wer hier gewinnt, ist weiter. Die, die hier übrigens verlieren, sind nicht bei den Royal Rumble dabei heute. Die haben in der XXL schon nochmal vielleicht eine Chance für den letzten Teilnehmer dann. Obwohl, ne, heute werden die letzten auch gezählt. Hier kommt übrigens zum Ring Michael Meyer. Ich muss mal gucken. Oh ne, ich sehe gerade, heute werden die letzten verteilt.
Der nächste, der zum Ring kommt, ist Brock Big. Das könnte ich sehen. Und ich habe jetzt ein paar Mal verpasst. Hier kommt übrigens zum Ring Tywin Wetz. Colin Benzo müsste für ihn gekommen sein und Brock Big. Nur die sind auch schon da. Und mal schauen, wer hier dieses Match gewinnen wird.
Thank you.
Und Brock Big hat dieses Match für sich entschieden. Und wir kommen zum nächsten Match. Das nächste Match ist ein Zweimann, oder besser, viermann Tag Team Match. Und der erste, oder die ersten, die zum Ring kommen, ist Niklas Schmidt. Und von Niklas Schmidt, sein Tag Team Partner, der nun zum Ring kommt, ist Ethan Schmidt. Somit die Schmidt-Brüder. Und hier kommen nun die Gegner, die Luckin Brothers, betreffend aus Julian und Janis, neuer Luckin.
Und mal schauen, wer dieses Match gewinnt. Ob die Laughing Brothers oder die Schmidt-Brüder. Und das geht's mit dem Match. Thank you.
Thank you.
Und die Schmidt-Brüder haben dieses Match für sich entschieden. Und wir kommen zum nächsten Match. So, und wir haben hier ein Triple Threat Match der Dieben um Teilnehmerin Nummer 2 für No Escape. Und die erste in diesem Match, die zum Ring geht, ist Natalia. Und die nächste, die zum Ring kommt, ist Mandy Rose. Und die letzte Teilnehmerin in diesem Match ist Shayna Baszler. Und los geht's mit diesem Match. Thank you.
Übrigens, bei den Elimination Chamber Match, Stephanie McMahon wird auf jeden Fall dabei sein. Denn sie wird ihren Championship verteidigen müssen in diesem Match. Und Gigi Dolin hat sich ja schon rausgestellt, dass sie mit dabei ist. Und hier wird nach hier nichts geguckt. Thank you.
Und Shayna Baszler hat dieses Match gewonnen und ist somit weiter, also ist bei Elimination Chamber mit dabei. Und wir kommen zum nächsten Match. Und hier ist das Match. Ein No-Hold-Wet-Match. Es geht um den 24-7 Champion. Die Teilnehmer sind schon am Ring. Und los geht's mit dem Match. No-Hold-Wet-Match ist ein Match, wo alles erlaubt ist. Pin und Aufgabe müssen aber im Ring stattfinden. Und bei diesem Match gibt es keine Tische, Leiter, nur Candlestick, Table, Baseballschläger, Candlesticks, Tische, nicht Tische, nur der eine Tisch, kann der Morgentisch, wenn er nicht überhaupt bei mir in der Show dabei ist, und auf jeden Fall Stühle.